Hi, hallo, ich bin's Alena. Ich freue mich, dass ich dir heute meine Morgenroutine zeigen darf. Diese Morgenroutine ist jeden Montag bis jeden Freitag, denn ich gehe arbeiten. Mein Tag beginnt um 5.15 Uhr oder auch 5.30 Uhr, je nachdem, ob ich mir noch wie heute die Haare machen muss oder eben nicht. Ich stehe noch vor meinem Mann und vor unserem Kleinsten auf. Mein Mann kümmert sich in der Früh um den Kleinsten, macht ihn fertig, bringt ihn in den Kindergarten, weil ich die Erste bin, die hier in der Früh einfach das Haus verlassen muss. Ich versuche immer so leise wie möglich aufzustehen, um keinen zu wecken. Und mein erster Weg führt mich dann natürlich, wie bei jedem anderen Menschen, denke ich auch, einfach ins Badezimmer. Und so sieht das Ganze aus, wenn ich am Abend zuvor duschen war und meine Haare habe Luft trocknen lassen, dann ist das immer eine ganz lustige Geschichte. Das Erste, was ich dann mache, ist natürlich mal kurz auf die Toilette gehen, mir dann die Haare einfach aus dem Gesicht machen und dann Zähne putzen und Gesicht waschen. Ich dusche jeden zweiten Tag, also immer abends. Ich bin so ein Abendduscher und den Tag, den ich nicht dusche mit Haare waschen, da wasche ich mich dann immer nach dem Sport, vor dem Anziehen, einfach dann nochmal am Körper ab, damit ich einfach auch frisch in den Tag starten kann. Ich beginne mit dem Zähneputzen, das denke ich macht auch jeder jeden Morgen. Und weiter geht es dann auch, dass ich mein Gesicht mit klarem Wasser wasche. In der Früh nehme ich nur klares Wasser, denn ich habe abends, wenn ich mich dann abgeschminkt habe, immer nur Jojoba oder Mandelöl drauf. Und ich habe einfach festgestellt, wenn ich mein Gesicht mit kaltem Wasser wasche und dann mein Gesicht nur trocken tupfe, das heißt auf Cleanser oder Seife in der Früh einfach verzichte, dann habe ich am wenigsten Hautirritationen und auch am wenigsten Hautprobleme. Anschließend benutze ich dann meine Tagescreme und die mache ich mir jetzt schon drauf, damit sie einfach dann bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann für die Arbeit fertig machen muss, also sprich schminken, anziehen und so weiter, Haare machen, dann eben auch eingezogen ist, da ich hier ja eine ganz normale Alltagscreme verwende. Massiere ich mir dann auch so ein bisschen die untere Augenpartie, denn wie du sehen kannst, die ist bei mir in der Früh einmal richtig geschwollen. Nach dem kurzen Abstecher ins Bad mit Zähneputzen, Gesicht waschen und mal kurz Pipi kann ich mir endlich meinen Kaffee machen. Ich kann in der Früh so früh noch nichts essen, das funktioniert bei mir nicht, da wird mir wahnsinnig schlecht. Das heißt, ich esse entweder auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich dann schon Hunger habe, oder eben dann auf der Arbeit in der Frühstückspause, je nachdem, wie dann mein Körper sagt, hey, ich habe Hunger oder ich habe auch keinen Hunger. Ich trinke meinen Kaffee mit ein bisschen Rohrzucker und Milch. Und während mein Kaffee läuft, kann ich mir noch ein lauwarmes Glas Wasser machen. Das trinke ich jeden Tag, entweder mit, wie heute in diesem Fall, Zitrone mit dazu, um meinen Kreislauf so ein bisschen ja, vom Flüssigkeitshaushalt her wieder auszugleichen und aufzufüllen und auch um meinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Wenn ich mal keine Zitrone trinke, dann ist es auch mal Apfelessig für die Haut zur Entgiftung, intervallmäßig und so weiter. Ich habe hier auch schon meinen Einkaufszettel liegen. Ich darf heute nach der Arbeit noch schnell einkaufen flitzen und mir ist noch aufgefallen, heute Morgen im Bad, dass unser Toilettenpapier langsam zu Neige geht und das habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, damit ich es einfach nicht vergesse. Im Anschluss an mein Zitronen- oder Apfelessigwasser kommt dann nochmal ein Glas Wasser mit Medikamenten und auch mit ein paar Vitaminen. Vitamine ersetzen natürlich nicht eine ausgewogene, gesunde Ernährung, das weiß ich natürlich auch, aber ich nehme so ein paar einfach noch, die meiner Haut sehr gut tun, wo ich einfach feststelle, das ist für mich so die beste Variante. Nachdem ich das dann erledigt habe, kommt so der erste Durchatmungs- und in der Früh Entspannungsmoment. Ich nehme meine Tasse Kaffee und gerade jetzt so im Sommer ist das wunderschön. Einfach in der Früh die Tasse Kaffee. Wir haben leider keinen Balkon, also genieße ich meine Tasse Kaffee im Büro am geöffneten Fenster. Da ist in der Früh noch nichts los. Wir wohnen ja zentral in der Stadt. Aber da ist dann einfach noch gar nichts los und ich höre die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, die lauwarme Luft, die reinkommt, das ist so entspannend. Und gerade wenn man wie ich immer, jeden Tag einen vollgepackten Terminkalender hat mit, dass man auf die Arbeit geht, dass man dann noch das Kind abholen dann muss aus dem Kindergarten, dass man dann noch einkaufen geht und so weiter und dann auch noch YouTube. Und also meine Tage sind immer sehr vollgepackt. Wenn du auf meinem Kanal schon länger mit dabei bist, dann weißt du das. Und nachdem ich dann so meine Dreiviertel-Tasse Kaffee getrunken habe,
dehne ich mich am Morgen immer ganz gerne und entspanne nochmal so ein bisschen, dehne auch meinen Schultern- und Nackenbereich. Dadurch, dass ich ja den ganzen Tag am Schreibtisch, am Computer sitze, auf der Arbeit, ist es einfach so für mich am angenehmsten, denn so vermeide ich schon mal in der Früh, dass ich Verspannungen im Nacken oder im Schulterbereich kriege. Und es ist auch nochmal so Entspannung und Durchatmen und Relaxen, den Körper so ein bisschen dehnen und aufwecken. Und das ist für mich einfach nochmal so ganz, ganz wichtig am frühen Morgen, einfach nochmal so 10 bis 15 Minuten einfach Zeit zu verbringen, um durchzuatmen, den eigenen Körper so ein bisschen zu wecken mit Stretching und Entspannung. Und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig in der Früh. Nachdem ich mich dann gedehnt und gestretcht und geatmet habe, räume ich natürlich meine Isomatte wieder an den Platz zurück. Montags, mittwochs und freitags ist dann abends nochmal so ein bisschen Sport, also richtiges Yoga dran und eben dann auch nochmal Sport an unserem riesengroßen Sporttower. Und jetzt habe ich dann die Möglichkeit, mit dem Rest meines Kaffees nochmal, ja, mich einfach in der Früh schon an so ein bisschen zu gucken, auf eure Kommentare zu antworten, ein paar Bestellungen von meiner Homepage dann einfach schon rauszuschicken. Und das sind auch nochmal so 5 bis 10 Minuten. Ich lese auch jeden Morgen den Bibelspruch für einen Tag. Also ich habe so eine App, die zeigt mir jeden Tag den Bibelspruch für den betreffenden Tag an. Und wie ihr sehen könnt, wo ich das Video aufnehme, ist es der 22.06. Und dann kann ich nochmal ein bisschen auf eure Kommentare eingehen oder antworten. Und das sind aber auch nur maximal 10 Minuten, die ich da habe, denn dann mache ich mir und für den Kleinsten schon sein Kindergartenessen, das wir am Abend zuvor besprochen haben, was er denn dann zum Frühstück und zum sogenannten Kaffee nach dem Mittagsschlaf dann im Kindergarten essen möchte. Und mein Essen für die Arbeit bereite ich mir auch vor. Hier seht ihr jetzt gerade nur das, was ich für den Kleinen herrichte. Das sucht er sich abends immer aus und sagt, ich möchte das, das und das. Und dann mache ich ihm das in der Früh noch, bevor ich ins Bad gehe, um mich fertig zu machen, auch gleich fertig, damit eben mein Mann das nicht noch machen muss. Denn der muss sich dann für die Arbeit fertig machen und den Kleinen dann noch fertig machen mit Anziehen, Zähne putzen und so weiter. Und so haben wir eine ganz gute Regelung gefunden, die uns beiden einfach den größtmöglichen Freiraum lässt und dass das Ganze nicht in Stress ausartet. Wenn das dann erledigt ist und ich das Essen fertig gemacht habe für den Kleinen und auch für mich auf Arbeit, dann wische ich immer auch die Arbeitsfläche ab, wo ich gearbeitet habe. Denn bei diesem Putzen, wenn du fertig bist, also sprich clean, ja, putzen beim Gehen, wenn du es gerade, also ne, so gleich mal nebenher, dann habe ich festgestellt, habe ich einfach am Nachmittag weniger zu tun. Dann geht's ins Bad, nachdem ich mich dann ausgezogen habe, wasche ich mich, damit ich frisch bin für den Tag, nach meinem zwar nicht sehr schweißtreibenden Stretching, aber ich fühle mich dann einfach frischer und ziehe mich dann an. Sprich, ich ziehe mir dann meine Kleidung für die Arbeit an und da ich mir die immer am Abend zuvor schon ins Bad lege, muss ich nicht noch ins Schlafzimmer rennen, nicht noch irgendwen von der Familie wecken, sondern habe meine Sachen einfach schon gleich da und erspare mir in der Früh einfach schon dieses, oh, was ziehe ich denn jetzt an und ich habe keine Ahnung und ich weiß es nicht. Dann kommt so ein bisschen die typische Gesichtsoptimierung, denn so würde ich jetzt nicht auf Arbeit gehen, wie ich in der Früh aussehe. Das heißt, Wimperntusche, ein bisschen, ja, was kommt noch? Concealer für so die ganz, ne, für die ausgleichende Gerechtigkeit einfach im Gesicht. Das mache ich für mich, um mich wohl zu fühlen, um mich frischer zu fühlen und auch um frischer auszusehen. Es ist nichts Weltbewegendes, es ist innerhalb von 10 Minuten ist mein tägliches Make-up erledigt. Und hier habe ich dann auch gerade den Concealer drauf und danach wird das Gesicht noch gepudert. Dann kommt ein bisschen Rouge, nochmal Mascara. Meine Augenbrauen muss ich machen, denn meine Augenbrauen sind ein bisschen löchrig. Ich habe sie mir in der Teenagerzeit um Welten zu dünn gezupft, habe sie jetzt nachwachsen lassen. Vor 2 Jahren habe ich damit angefangen und es gibt leider in meinen Augenbrauen ein paar Stellen, die nicht nachwachsen und einfach löchrig sind. Das Rouge
wird, ja, innerhalb, also ich muss um 6:30 hier das Haus verlassen. Bis dahin ist es schon nicht mehr so penetrant offensichtlich zu sehen. Also das Rouge ist immer eins der ersten Dinge, die sich gleich verabschieden, relativ schnell. Aber es ist nochmal nur so für mich ein bisschen Frische im Gesicht, inklusive natürlich Gesichtsverrenkung. Dann fixiere ich meine Augenbrauen, dass das, was ich nachgezeichnet habe, auch da bleibt, und benutze immer noch mal ganz gerne so ein bisschen Fixing Spray, damit einfach so dieser pudrige Film und dieses extrem zu viele Rouge einfach so ein bisschen verschwindet. Und damit das Ganze schneller geht, fächere ich es einfach trocken. Jetzt ist es natürlich so, ich war gestern Abend duschen und muss mir jetzt noch meine Haare machen. Das Haarstyling, was ich alltäglich habe, also heute ist Montag, ne? Dann ist eben einfach jetzt heute das Haarstyling dran. Heißt, ich ziehe mir die Haare glatt mit meinem Glätteisen und mache im unteren Drittel leichte Locken. Und das könnt ihr natürlich auch sehen, denn das gehört bei mir auch in die Morgenroutine. Wenn ich meine Haare jetzt am Montag, eben heute Morgen, gestylt habe, brauche ich das morgen nicht mehr erledigen. Und das heißt, da kämme ich dann einfach nur mal mit einem Kamm durch und fertig ist das Styling. Also ich mache mir meine Haare nicht jeden Tag mit dem Glätteisen, das würden meine Haare von der, ja, Naturwelle her auch nicht zulassen, dann wären meine Haare nicht mehr so lang und nicht mehr so gesund, wie sie jetzt sind, und außer Glätteisen oder mal den Lockenstab kommt da nichts ran. Also ich föhne auch nicht trocken nach dem Duschen, das lasse ich immer Luft trocknen. Wenn das erledigt ist, nehme ich mir immer ganz gern noch mal ein bisschen Mandelöl, um mir einfach die Hände einzucremen und um die Arme. Und das, was ich dann noch an dem Rest in den Handflächen habe, das gebe ich mir dann immer ganz gerne in meine Haare, damit der Glanz wieder da ist, damit die Haare gepflegt sind. Ich mache auch kein Haarspray rein oder irgendwas in die Haare, um die Wellen oder Locken, die sich tagsüber dann natürlich aushängen, zu fixieren. Ich mache das einfach nur mit ein bisschen Öl und fertig ist das. Danach räume ich natürlich meine ganzen Sachen wieder weg und nehme mein Handtuch in der Früh, mache damit noch schnell meine ganzen Haare aus dem Waschbecken und schmeiße das dann gleich in die Wäsche, denn diese kleinen Hände- und Gesichtshandtücher, die werden bei uns täglich gewechselt. Meine Uhr musste ich noch schnell aus dem Flur holen, die liegt normalerweise neben dem Waschbecken, und jetzt kann ich dann auch schon wieder ins Bad gehen, mein Handy mit dem Einkaufszettel in meine Tasche packen, mir noch schnell einen Apfel schnappen auf dem Weg zur Arbeit, denn jetzt habe ich Hunger, das heißt, ich esse den Apfel auf den Weg, stelle meine Tasse in die Spüle. Der Geschirrspüler, den habe ich jetzt nicht mehr geschafft auszuräumen in der Früh, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Dann kann ich mir auch schon meine Schuhe anziehen, meinen Schlüssel schnappen und bin pünktlich um 6:30 morgens aus dem Haus. Ich hoffe, dir hat meine Morgenroutine gefallen. Lass mich doch mal in den Kommentaren wissen, wie deine typische Morgenroutine ist. Und wenn du Interesse daran hast, wie du dir eine tolle Morgenroutine kreieren kannst, das heißt an einem Video, wie das so aussehen könnte, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich drehe dazu ein entsprechendes Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Alena.